Hallo Frauke. Hallo Christian. Kannst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Ich bin Frauke Jöckel aus Oberursel und ich nehme hier teil an einem Seminar mit Räve und bin hier in der Franche Comté. Super. Und was hast du dir gerade angeschaut? Wir haben gerade eine Käserei angeschaut und wir waren auch lange dann in der Boutique, wo der Käse verkauft wurde. Und das war sehr beeindruckend, was die junge Frau erzählt hat. Was hat dich da am meisten beeindruckt? Also erstmal ihre Haltung. Sie war sehr selbstbewusst und ich fand auch ein bisschen, sehr stolz auf ihren sehr guten Käse. Wir hatten ja die Gelegenheit einer Degustation, also wir durften verschiedene Sorten probieren. Es ging mit 22 Jahren los und ging bis 30 Jahre. Und den haben wir probiert und dann haben wir auch fast alle ein Stück gekauft. Okay, hat es dir geschmeckt? Ja, also man konnte sich gar nicht entscheiden. Den anderen ging es genauso. Wir konnten uns gar nicht entscheiden, welcher der leckerste war. Und wie hat die Frau auf dich gewirkt, die Verkäuferin? Ja, sehr, sehr souverän. Ja. Und wie jemand, der gerne in seiner Region ist. Und sie hat auch gesagt, dass eigentlich praktisch mehr oder weniger alle hier von der Käseproduktion leben, in verschiedenster Form, entweder hier direkt oder Zulieferung, natürlich die Milchbauern, wo wir ja jetzt auch erfahren haben, dass die jede Nacht hier die Milch anliefern und dass die innerhalb von 24 Stunden verarbeitet werden muss, sonst geht nichts mehr und es wird auch vorher alles kontrolliert. Also das war schon sehr beeindruckend. Vielen Dank, Frau Körner. Viel Spaß heute noch. Ja, danke. Tschüss.